Josef Abs die Ausstellung in Köln, die Arbeit ist in Köln zensiert worden, weil Hermann Josef Abs regierte von Frankfurt aus. Und er regierte eben nicht nur in die Wirtschaft hinein, und zwar an maßgeblichen Positionen. Auch das Londoner Schuldenabkommen ist unter seiner Leitung unterzeichnet worden. Es ist genau das Schuldenabkommen, gegen das die Griechen heute immer noch und nicht ganz ohne Recht protestieren. Diese Frankfurter Größe kann man heute sich überhaupt nicht mehr vorstellen in ihrer Wirtschaft und kulturellen Macht, und zwar als Förderer der Kunst. Das haben Sie sich jetzt nach Frankfurt eigens hergeholt, denn das hing ja auch in der Ausstellung. Es war also nicht nur der Konfliktpunkt Berufsverbot, wie wir es damals nannten, sondern es war auch der Konfliktpunkt Hermann Josef Abs, also im Schatten. Mit dem Kunstverein lagen Sie ja sozusagen im Schatten von Hermann Josef Abs, der warf einen großen Schatten. Hat sich da neben der Berufsverbotarbeit für Sie das Feld verdunkelt, oder konnte man das durchstehen? Das konnte man durchstehen, weil ich erscheine da so als der Macher, und das bin ich ja auch. Aber hinter mir stand eben ein Beirat von Leuten, die von Kunst was verstanden, und die waren für die Ausstellung. Und der Vorstand und der Vorsitzende, die waren für die Ausstellung. Dazu muss man sich kurz erinnern, dass es einen Skandal gab nach einer Käthe Kollwitz-Ausstellung, und da wurde ich vom Vorstand gekündigt. Die Kündigung wurde aber nicht ausgesprochen, weil Hilmar Hoffmann nicht dabei war bei der Sitzung. Und er sagte, wenn das diskutiert wird, will ich dabei sein. Also wurde das verschoben, die Abstimmung. Und in der Zeit wurde eine Mitgliederversammlung einberufen. Also ein Verein, wie auch Kaninchenzüchtervereine, Mitglieder. Und die kamen dann. Und die stellten einen Antrag, dass Herr Bussmann bei kritischen Abstrichen im Einzelnen seine Arbeit fortsetzen soll. Das war nun völlig gegen die Meinung des Vorstandes, und dann trat der Vorstand zurück. Jetzt kam ein neuer Vorstand, wurde ad hoc gewählt, und der wollte sich natürlich, denke ich, von seinem Bewusstsein und auch vom Programm her schon absetzen zu dem, von dem, was vorher passiert war. Und insofern passte eigentlich diese Ausstellung sehr gut in diese neue Kunstvereinspolitik. Diese Arbeit, das Manet-Projekt, übergehe ich jetzt ungern so kurz, weil ich sie wirklich für ein Schlüsselwerk der Kunst des 20. Jahrhunderts halte, in vieler Beziehung eine hochkomplexe Arbeit und bewundernswert ausgeführt und dann mit einem Tusch sozusagen in die Kunstgeschichte, in die Heldengeschichte der Kunst hineinkatapultiert. Ja. Weil ich wusste, dass hier heute Abend ich was sagen muss, darüber nochmal hin und her gedacht. Und dann ist mir eingefallen, oder sagen wir, mir ist klar geworden, dass ich froh war, dass bei dieser Ausstellung das Bild von Manet als Reproduktion da war. Und mir ist klar geworden, ich hätte das nicht gewollt, wenn das Original da gewesen wäre. Und dann habe ich mir gesagt, na, dem passiert doch nichts, warum nicht? Der Zusammenhang, der da politisch aufgedeckt wird, das ist doch eine Realität, und ja. Ich hatte das Gefühl, ich müsste das Bild, also jetzt den wirklichen Manet, irgendwie schützen. Was natürlich Unsinn ist, weder dem Maler noch dem Bild, nichts hätte da was. Und dann ist mir klar geworden, ich will mich schützen. Mich mit meinen Erfahrungen von Manet, der ist ein wichtiger Maler für mich. Und mir sind die ganzen Bilder eingefallen, die ich von ihm kenne und wie wichtig die waren. Und das war ein bisschen, also da kam ich in die Bredouille. Ich denke mal, das ist fruchtbar. Also dass dann auch der Ausstellungsmacher nicht so einfach die Sachen hinhängen kann und das war's, sondern dass ein Punkt erreicht wird, wo es an sein Eingemachtes geht. Das alles ist
mir dann so rein theoretisch klar geworden, das Bild war ja nicht weg. Die hätten uns das nie geliehen. Es bestand kein Augenblick in Gefahr, dass ich das Bild ja angucke. Aber das alles ist ja ein Gedankenspiel. Und ich habe gemerkt, also da hätte der Hake dich persönlich dann doch erwischt. Und das wollte ich sagen. Wir bleiben beim Thema des Bodens, nämlich mit der Arbeit Bodenlos 1993, die der Pavillon in Venedig, der Biennale in Venedig, den Klaus Bussmann, der andere Bussmann, an zwei Künstler vergab, die dort zusammen sich zusammenraufen mussten, nämlich Namjoon Paik und Hans Hake. Klaus Bussmann stand damals unter dem Druck des Auswärtigen Amtes, die deutsche Einheit auch damit zu feiern, dass man einen Künstler aus dem Osten und einen Künstler aus dem Westen, deutsche Künstler, dort ausstellen könnte. Dafür war die Zeit in jeder Hinsicht zu früh. Das hätte ich mir auch sehr spannend vorstellen können, auch mit mehreren Künstlern. Das war damals völlig undenkbar. Und Klaus Bussmann umging das sehr elegant, indem er einen Künstler aus dem Fernen Osten, nämlich Namjoon Paik, und einen Künstler, der in den Fernen Westen, nämlich nach New York emigriert war, ausstellte und damit schon das Thema Migration im Übrigen in der Biennale in Venedig sehr geschickt platzierte. Und er muss aber doch dann auch überrascht gewesen sein von deiner Idee, in diesem Pavillon erstmal den Boden aufzuräumen. Also wieder eine Bodenarbeit. War das deine erste Idee oder hast du dich mit dem Pavillon erstmal lange auseinandersetzen müssen, bevor du auf die Idee gekommen bist, den Boden aufzubrechen? Bei mir ist es oft so, dass ich den Ehrgeiz habe, etwas Kontextspezifisches, wie man heutzutage sagt, zu produzieren, und das bedeutet, dass man sich mit dem Kontext, in dem etwas geschieht, zeitlich wie auch geschichtlich und architektonisch, zunächst einmal bekannt macht. Ich bin aus diesem Grunde nach Venedig gegangen, kam da am italienischen Weihnachtstag, das heißt am 6. Januar an. Alles war ruhig. Die Italiener feiern nicht am 24. Dezember. Und dann nach ein paar Tagen konnte ich in die Bibliothek und in das Archiv der Biennale und konnte mich da umsehen, was die zur Geschichte des deutschen Pavillons gelagert hatten. Und bin da auf Dokumente gestoßen zur Biennale, die 1937 oder 38 stattgefunden hat, nachdem der deutsche Pavillon durch einen neuen ersetzt worden war. Das heißt, 34 muss es wohl gewesen sein, dass Hitler seinen ersten Auslandstrip gemacht hat, hat den Duce in Venedig besucht, ist auch auf der Biennale rumgeführt worden, hat sich angesehen, was die anderen Postkartenmaler da machten. Er war ja ein Postkartenmaler, das waren die Kollegen, die wollten wissen, wie es heutzutage ist, nachdem er sich davon verabschiedet hatte. Und da wurde ihm klar, und besonders seinen Begleitern, dass der etwas neckische Rokoko-Bau, den die Bayern damals, das heißt Ende des 19. Jahrhunderts, in die Giardini gesetzt hatten, dass der wohl nicht mehr passend sei. Und da ist bald darauf ein Münchner Architekt beauftragt worden, den auf Vordermann zu bringen. Und der hat das auch in sehr kurzer Zeit hingekriegt. Und
wie gesagt, nein, das war 39, pardon, war falsch, nicht 37, 39, wurde dann der Deutsche Pavillon doch mit, unter anderem mit einer großen Breker-Statue der Neue eingeweiht. Auf der Stirnwand des Pavillons, eigentlich sehr unschuldig, stand Germania, oder auf Italienisch Germania, das ist das italienische Wort für Deutschland, da ist nichts Besonderes dran. Aber man, als Deutscher hat man irgendwie in Erinnerung, dass Hitler den Ehrgeiz hatte, nach dem Umbau von Berlin nicht mehr Berlin zu lassen, sondern Germania zu nennen. Also es gab da mehrere Bezüge. Und es traf sich, dass die neue Biennale, die erste Biennale nach der Vereinigung war, Ost und West, worauf du schon angespielt hast. Und da kam mir die Idee, dass man vielleicht bei diesem ersten Zusammenschluss sozusagen der beiden Teile, die durch die Nazizeit und den Krieg gesprengt war, quasi ein Fazit ziehen sollte. Was haben wir eigentlich aus der Zeit geerbt? Und das war dass uns der Boden weggezogen worden ist. Und da kam mir eben die Idee, dass man den Boden, das war Marmorboden, aus aus der Gegend von Venedig, dass man den aufbrechen müsste, um dieser Idee gerecht zu werden. Hast du damit gerechnet, dass daraus ein Ausstellungsbesucherparcours werden würde, der auch eine Klanginstallation sein würde, von plastischer Ausstrahlung? Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich war sehr froh darüber. Es war so, wenn man darüber denkt, dass die kaputten Platten aufeinander knallten, und dann knallte es in der Tat, als wenn der Schüssel losging. Also diese Arbeit bodenlos, hier ist die Konche des Pavillons zu sehen, und als Eingang ist der Ort, wo vorher der Nazi-Adler hing, durch die deutsche Mark ersetzt worden, als Zeugnis der Wiedervereinigung, und darunter die damals immer noch unbewältigte und heute immer noch unbewältigte Vergangenheit der Deutschen, nicht zuletzt im Ausland, durch dieses Foto des Biennale-Besuchers Hitler markiert worden. Und man sieht jetzt mit den Ups, mit dieser Biennale-Installation und mit einer anderen Arbeit, dass dich zunehmend das Thema der Kontinuität deutscher Geschichte beschäftigt hat. Und diese Arbeit hieß Kontinuität und ist 1987, also vorbodenlos, entstanden. Wir sehen hier den leider umgebauten, das ehemalige Treppenhaus des Fredericianums, mit dieser Installation, die du im Erdgeschoss ganz gefüllt hast, wie man hier sieht, mit einer großen Plakattafel, dem Mercedes-Stern, und wieder diesen Schrifttafeln, Schriftbildtafeln, die ebenfalls eine sehr komplexe Arbeit darstellen, die auch, wie das bei Hake dann zeitweise notwendig wurde, sehr leseintensiv war, viel Informationen enthielt. Und die Kontinuität, auf die du hier anspielst, ist nicht nur eine der deutschen Geschichte, sondern eine der deutschen im Ausland, und zwar in der Hauptsache die Beziehung von Deutsche Bank und Mercedes-Benz zu Südafrika. Wie kam für dich das Südafrika-Thema in deiner Arbeit? Ende der 70er Jahre wurde mir, natürlich nicht nur mir, sehr vielen anderen Leuten und sehr viel bewanderte Leuten als mir klar, dass das Apartheid-Regime in Südafrika ein sehr brutales, rassistisches Regime war, das in gewisser Weise
mit dem, was in Deutschland passiert ist, Beziehungen hatte. Und schon 1977 hatte die UN einen Beschluss gefasst, den auch Deutschland zustimmte, die Bundesrepublik, die westliche Bundesrepublik zugestimmt hatte, keine Fahrzeuge oder andere Dinge, Kriegsmaterial, welcher Art auch immer, an Südafrika zu liefern. Meine erste Arbeit, die ich mit diesem, zu diesem Thema gemacht habe, war in England 1978, als ich eine Ausstellung in Oxford im Museum machte und mir bekannt wurde, dass in der Nähe von Oxford British Leyland eine große Produktionsstätte hatte. British Leyland machte eine Art von Jeeps, die von England auch an die südafrikanische rassistische Apartheid-Regierung geliefert haben. Da habe ich die Jeeps mit den Limousinen von British Leyland verglichen und da sie davon draus gemacht. Das ist also 9 Jahre später entstanden. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema umgeschlagen habe. Und damit ist ja auch wieder Frankfurt als Standort der Deutschen Bank im Fokus gewesen, allerdings in Kassel. Die Arbeit ist damals nicht zuletzt wegen solchen Zitaten, das ist vielleicht auch verdient, genauer gelesen zu werden, wir sind nicht willens und nicht in der Lage, politische Forderungen zu stellen, weil wenn wir diese gegenüber Südafrika stellen würden, wie sie gegenüber vielen, vielen anderen Ländern und Geschäftspartnern auch stellen müssten, das kann und das darf nicht unsere Aufgabe sein. Das war ja im Grunde eine Kapitulationserklärung einer liefernden Wirtschaft. Und die engen Verbindungen von Deutsche Bank und Mercedes-Benz sind dann genau ausrecherchiert worden, um für diese Tafeln gerichtsfeste Texte zu liefern. Daran musste dir ja zunehmend gelegen sein. Das kam natürlich darauf an, dass mir kein Rechtsanwalt Schwierigkeiten machen konnte. Und ich weiß nicht, ob das allein die Präzision meiner Texte war oder ob da auch eine Rolle gespielt hat, dass kein Skandal daraus werden sollte. Also auch deine Gegner haben gelernt. Ein weiteres Thema, das dann in deiner Arbeit Einfluss fand, war die wachsende Rolle der Kunstsammler, der privaten Kunstsammler, relativ vergleichsweise klein im Verhältnis zu heute, aber umso markanter an bestimmten Figuren festzumachen. Persönlich war das Beispiel, das wir in Köln diskutiert haben. In der Stadt der Werbeagenturen hat es sich natürlich angeboten, eine Londoner Konkurrenz zum Thema zu nehmen, nämlich die Saatchis. Das ist die Arbeit Simulations von 1987. Und hier spielt ebenfalls der Südafrika-Kontext eine Rolle, aber hier ging es nicht um Lieferung von waffenfähigem Material oder von militärischem Material, sondern es ging um Werbung. Ursprünglich war Saatchi und Saatchi, das sind zwei Brüder, die hatten eine der größten Werbeagenturen der Welt, die überall sich Verdienste bestimmter Art erworben hatte, unter anderem durch mehrmalige erfolgreiche Werbefeldzüge für die Wahl von Margaret Thatcher. Zu ihren Kunden gehörte auch Südafrika und hier im Stile von Heinz Steiberg, der in den 80er Jahren in New York sehr bekannt war und besonders von den Saatchis gekauft wurde. Er ist kein schlechter Künstler, ich habe nichts gegen ihn persönlich, habe ich in seinem Stile die Reklamen und die Werbung, die Saatchis für Südafrika
in der internationalen Presse oder auch in Südafrika ausgegeben habe, als Schachteln auf den Podest gestellt. Und das sind also original Verben-Tafeln von Sergeant Sachi. Es traf sich aber auch, dass der Jahresbericht von Sachi und Sachi ein unglaublich schönes Zitat brachte. Da stand: As Lenin said, everything is connected to everything else. Wie Lenin sagte, alles ist mit allem verbunden. Und damit sind wir bei der Systemtheorie zurück. Und deswegen stehen auf diesem Regal unter anderem auch eine silberne Lenin-Büste, in der englische Fähnchen stehen. Auf England kommen wir noch zurück. Ich möchte erstmal in der deutschen Arbeit weitermachen. Es gibt auch Arbeiten von dir, die ich nicht verstanden habe. Und das trifft sich gut, dass wir das mal erklären können. Das ist eine deiner größten Arbeiten, allein schon vom Umfang her, nämlich im Innenhof des Gropius-Gebäudes in Köln bei der Ausstellung Deutschlandbilder. Berlin. Gott, der Rheinländer schlägt immer durch. Hast du dich dafür entschlossen, diesen Innenhof, der nun schon charismatisch besetzt war, unter anderem durch eine Arbeit, die Josef Beuys bei Zeitgeist 1982 da angefertigt hatte, komplett mit einem Material zu bedecken, das der Arbeit auch den Namen gab, nämlich Beton, also eine weitere Bodenarbeit. Und die Fotos, die du mir geschickt hast, bei der Vorbereitung dieser PowerPoint, darunter waren auch diese beiden Aufnahmen. Also ich habe zum ersten Mal gesehen, dass diese Autobahn, denn das ist ja offenbar die Anspielung, Ost und West verbinden sollte, oder liege ich da falsch? Das war eine Anspielung auf die Autobahn natürlich. Aber Beton hat in der deutschen Geschichte diverse Bedeutungen. Die Autobahn war eine. Fälschlich wird Hitler immer zugeschrieben, dass er die Autobahn erfunden hat. Das war nicht der Fall, aber unter seiner Regie sind eben viele Autobahnen zustande gekommen und deswegen ist der Beton der Autobahn fälschlich auch mit seinem Namen verbunden. Neben dem Gropiusbau in Berlin stand nur wenige Jahre vor dieser Ausstellung der deutschen Bilder, stand aus Beton wiederum etwas, aber das war vertikal, das war die Mauer, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe. Und ich traf auf einen Plan, ich hab davon erfahren, dass es einen Plan gab, entlang der Mauer, möglicherweise unter Beeinträchtigung des Gropiusbaus, eine Autobahn zu bauen, eine Berliner Autobahn. Es gab da also mehrere Bezüge, die mich inspiriert haben. Das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis in diesem schön restaurierten historistischen Bau. Diese nackte Materialausstrahlung oder Gewalt zu sehen. Und jetzt sehe ich die Bezüge etwas besser. Wenige Zeit später hast du mit einer anderen Arbeit dich nochmal mit der Ikonografie der Nation beschäftigt, nicht nur beim Deutschen Pavillon, nicht nur hier bei der Betonarbeit, nämlich bei der Bevölkerung. Das war ein Beitrag für die Kunst am Bauausstattung des Reichstags. Das, was wir hier sehen, ist natürlich nicht Berlin, sondern wieder Frankfurt. Das ist die wunderbare Kunstkiste, die Kaspar König geschaffen hat und die inzwischen verschwunden ist, jedenfalls als Kunstkiste, nämlich der Portikus. Und das ist eine Ausstellung, die zu deinem Vorschlag stattgefunden hat in Berlin im Reichstag. Darauf kommen wir zurück.
der Aufschrift des Reichstages, dem deutschen Volke, etwas gegenüberzustellen, das sich zwar rein sprachlich artikuliert, aber doch große Bedeutungen hat und auch dementsprechend intensiv diskutiert worden ist, wobei anfangs die Behauptung, du wolltest diese Schrift ersetzen, von den Gegnern dieses Projekts lanciert worden ist, denn die Absicht war, und die ist ja dann auch erfüllt worden, das als eine Bodenarbeit zu machen, allerdings jetzt eine Bodenarbeit tatsächlich mit Boden, der aus verschiedenen deutschen Wahlkreisen hierher gebracht werden sollte, damit das darauf so grün, wie wir es hier sehen. Wann ist dir diese Aufschrift dem deutschen Volk zum ersten Mal so aufgefallen, dass du sie für korrekturwürdig gehalten hast? 1984, glaube ich, habe ich eine Ausstellung in Berlin im neuen, ja, wie ist das? Das war nicht der neue, der NGBK. Naja. Neue Gesellschaft für Berlin. Ja, so ist es, ja. Im sogenannten Künstlerhaus Bethanien in Kreuzberg gemacht. Ich habe da mich in Berlin für eine Weile aufgehalten. Es war im Sommer, als ich da gearbeitet habe. Und wie man das so tut am Sonntag, da machen wir ein bisschen Pause. Und ich bin in den Tiergarten spazieren gegangen. Und bin dabei auch auf die Ruine des Reichstags gestoßen. Es war sehr schönes Wetter. Zu der Zeit war in der Gegend des Reichstags wenig los, das war eine große Wiese und da, wie Sie wissen, Berlin außerhalb von der Türkei wahrscheinlich die größte türkische Stadt auf der Welt ist, war diese Wiese besetzt von Türken, die da ihre Lämmer grillten und auf dem Rasen sich ausruhten, zusahen, wie die Kinder Fußball spielten und so weiter, sich vergnügten. Und im Hintergrund sah ich auf dem Reichstag die Widmung dem deutschen Volke. Und ich werde nie vergessen, wie mich das, dieser, was mir als Konflikt erschien, diese Gegenüberstellung der nicht ursprünglich deutschen Türken quasi als Ermahnung da oben zu lesen, ihr gehört nicht dazu, das ist nur für das deutsche Volk. War damals schon absehbar, dass es der Sitz des Bundestages werden würde? Nein, das war 1984, da gab es keine Mietervereinigung, da dachte niemand daran, dass Berlin mal wieder die Hauptstadt der Bundesrepublik würde. Und das, diese Erinnerung, die hat mich verfolgt und an die wurde ich, daran dachte ich, als ich eingeladen wurde, etwas für den Reichstag, wie die anderen Künstler, etwas für den Reichstag, oft spezifisch und in diesem Fall historisch spezifisch zu machen. Das hat, wie dann doch viele unter Ihnen noch in Erinnerung haben, eine große Debatte ausgelöst und Kaspar König hat dann nicht das Projekt ausgestellt, sondern hat die Debatte um dieses Projekt ausgestellt. Und dabei ist aber wieder eine Bodenarbeit von dir zum Tragen gekommen, nämlich diese weiße Fahne, die eigentlich in dein Frühwerk gehört, die du jetzt mit der Bevölkerung beschriftet hast, an den Wänden hingen Zeitungen, Zeitungsausschnitte und der Katalog dokumentierte die ganze Debatte, die vielleicht die größte Kunstdebatte der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik gewesen ist, weil sie bis in den Bundestag getragen wurde und wie wir schon gehört haben, mit knapper Mehrheit dann für die Verwirklichung dieser Arbeit gestimmt worden ist. Dein Plan war, dass hier ungeregelt wachsen konnte, was hineingeweht wurde. Hat sich das durchhalten lassen? Das ist nicht geweht. Das ist in Säcken angeschleppt worden.
eingeladen habe, aus ihrem Wahlkreis einen Zentner Erde in diesem Trog da auszuschütten. Das haben auch viele getan, aber nicht jeder, und auch heute sind, glaube ich, nicht mehr als 300 Säcke Erde ausgeschüttet worden. Und das fing im Jahr 2000 an. Aber wie ich erwartet hatte, ist damit auch alles mögliche Saatgut unbeabsichtigt in den Regierungshof da eingeschleppt worden, einschließlich Würmern und allem möglichen anderen Zeug. Und ich hatte auch entschieden, und die Herrschaften da haben sich daran gehalten, dass da kein Unkraut oder sonst irgendwas ausgerottet wird. Im Gegenteil, es ist alles Unkraut, es wächst, was auch immer da wächst. Es ist also ein wildes Biotop, was es möglicherweise nirgendwo sonst gibt. Für alle diejenigen, die jetzt die Bodenarbeiten dicker haben und darauf warten, dass wir endlich mal eine Arbeit mit Sockel sehen, komme ich zur letzten Arbeit, der aktuellsten aus dem letzten Jahr, die Sie hier bei der Enthüllung sehen, und Sie erkennen unschwer den unverwechselbaren Haarschopf des damaligen Bürgermeisters von London, der diese Enthüllung vornahm. Und diese Enthüllung war für viele dann sehr überraschend, die eines Grippes, eines Pferdes, das auf dem leer gebliebenen Sockel der Stadtplanung des 19. Jahrhunderts zu stehen kam, mit einer Ergänzung, die auf dies Jahr auch ankommt, eine Ergänzung, die sich um das vordere Bein schwingt und nachts auch leuchtet. Das ist auf Anhieb ein schwer nachvollziehbarer Kontext, den du da geschaffen hast. Wie bist du darauf gekommen, dieses Gerippe mit einem Geschenkband zu versehen? Ja, zunächst mal zum Gerippe. Ursprünglich sollte auf diesem Sockel, der seit dem frühen 19. Jahrhundert leer geblieben ist, ein Reiterstandbild errichtet worden werden soll, und zwar für den Bruder des Königs, der auf dem anderen Sockel auf seinem Pferd sitzt. Der hat aber sehr verschwenderisch gelebt, sodass als sein Bruder als sein Nachfolger werden sollte, und das ist er auch geworden, kein Geld mehr da war, auch für ihn etwas auf dem hohen Ross dahin zu stellen. Und wie gesagt, über 150 Jahre circa hochgesprochen, ist dieser Sockel leer geblieben. Und Ende der 1990er Jahre, muss es gewesen sein, hat der damalige Bürgermeister von London, Livingston, zusammen mit Kunstberatern, oder die haben ihn dazu animiert, hat diesen Sockel für zeitweilige Präsentationen eingeladener Künstler jeweils für ungefähr 1,5 Jahre zur Verfügung gestellt. Und da gab es einen Wettbewerb, und ich bin da auch eingeladen worden, und zu meiner großen Überraschung ist mein Vorschlag angenommen worden. Aber ich habe mich eben wieder da von den Besonderheiten des Ortes inspirieren lassen. Das heißt, es war für ein Ross mit einem Reiter vorgesehen gewesen. Es sind mehrere Reiterstandbilder in der Umgebung, und einer der in England sehr beliebten Maler, der auch in der National Gallery vertreten ist, die unmittelbar
neben dem Trafalgar Square zu Hause ist, George Stubbs. Das ist ein Pferdemaler. Und die Engländer sind sehr auf Pferde ausgerichtet. Also ich wollte also einem Pferd mal den Sockel widmen. Nun traf es sich, dass dieser George Stubbs, bevor er der beliebteste Maler der englischen Adligen wurde, wegen seiner Pferde, auch Pferde auseinandergenommen hat. Er war der Sohn eines Gerbers und hat Pferde wirklich seziert und hat die Pferdegerippe, Pferdesehnen und alles, was es so zur Anatomie des Pferdes gibt, hat er in Kupferstichen festgehalten. Und die gibt es als Buch. Ich hatte das Glück, dass mich jemand darauf hingewiesen hat. Und damit war ich dann eigentlich im Spiel. Aber abgesehen davon spielt natürlich auch eine Rolle, dass es sowohl im Englischen wie im Französischen und im Spanischen und im Deutschen den Ausdruck des geschenkten Gauls gibt. Der geschenkte Gaul, das ist natürlich kein Gerippe, aber wenn vom Geschenk die Rede ist, dann gibt es da ein Geschenkband, das es zusammenhält, erstmal verpackt. Und das hat mich dann dazu gebracht, ein entsprechendes Band da ranzuhängen, auf dem der Börsenticker der Londoner Börse ständig läuft. Tag und Nacht und immer noch, und damit wurde natürlich dieses Pferd mit seinem Geschenkband und den Börsendaten auch unfreiwilliger Chronist der ersten Börsenresultate auf dem Brexit. Nicht zuletzt befördert von diesem Herrn, der hier noch ganz unschuldig neben diesem Griffel als Bürgermeister tätig ist. Und es kommt mir heute so vor, als würde er hier das trojanische Skelett des Brexit eröffnen, bevor er ahnt, was er anrichtet. Aber um mit einem Thema noch abzuschließen, und damit sind wir dann wieder bei Frankfurt, das war jetzt ein Abstecher ins Ausland. Du hast in vielen Arbeiten dich mit dem Selbstbild, dem Fremdbild und auch dem verborgenen Bildern der Deutschen beschäftigt, also mit der Ikonografie einer Nation, mit der Anti-Ikonografie des Völkischen. Und hier geht es ja ganz eindeutig um die Ikonografie des Kapitals, wenn man die Börsendaten als sozusagen aktuelle Herrschaftsform sieht. Hier sitzt der Reiter nicht mehr auf einem intakten Pferd und übt seine Gewalt mittels eines Zepters aus, sondern die Macht, die unsichtbare Macht der Geldgeschäfte, auch die Schnelligkeit dieser Geschäfte wird hier als Geschenkbinde abgehandelt, sodass man sagen kann, hier geht es nicht um die Ikonografie einer Nation, sondern hier geht es um die Ikonografie des Kapitals. Und das, muss ich dann sagen, ist doch eine wertvolle Ergänzung zu dem, was Frankfurt bisher zu bieten hat. Hier stehen Bär und Stier vor der Börse, die offenbar nicht mehr zeitgemäß sind. Und das Denkmal, das unfreiwillige Denkmal des Brexit, ist in London gerade abgebaut worden. Möglicherweise ließ sich damit eine ikonografische Lücke schließen. Jetzt haben wir sie viel länger strapaziert, als wir das in unseren übelsten Träumen vorhatten. Aber wir würden Ihnen gerne natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Kritik zu äußern, Anmerkungen zu machen. Falls der Sauerstoffgehalt dazu noch ausreicht, möchte ich Sie darum bitten. Es gibt ein Saalmikrofon, mit dem Sie sich einmischen können. Bitte, hier vorne.
Also für mich war es, als ich meine erste Dokumente gesehen habe, 82, sehr wichtig, auch die Ludwig-Arbeiten zu sehen mit der Schokoladenfabrik. Wieso waren die nicht dabei? Wir tickeln gerade mit dem Werk von Hans Hake und haben Ludwig in Köln abgehandelt, weil wir auch da den Lokalkolorit respektiert haben. Ah, ja, okay, das Werk ist einfach zu umfangreich und zu komplex. Aber ich fand, das hat mich wirklich sehr beeindruckt damals. Übrigens, ja. Also deswegen hat es mir ein bisschen gefehlt, auch im Zusammenhang so, wie so sind die Choreografie sonst gewesen ist, gerade eben mit den Lehrerinnen und dann die Arbeiterinnen. Also, aber ja. Ja, wir haben versucht, Ludwig durch Saatchi zu ersetzen. Im Moment hängt eben diese Arbeit, von der Sie sprechen, der Pauline-Meister, in Köln in der Jubiläumsausstellung der 40 Jahre des Museums Ludwig. Wie sehen Sie, war es immer ein Vorteil, dass Sie so distanziert auf New York agieren konnten? Wie ist Ihr Verhältnis mit der Distanz bei diesen ganzen Rechercheprojekten und politischen Ansätzen? Also wie wichtig war es eigentlich, nicht vor Ort zu sein? Oder andersrum, wie ist eigentlich der amerikanische Kontext für Sie je ein recherchierbarer Zusammenhang geworden, außer die Guggenheim-Arbeit? Längere Frist gesehen? Ja, wie gesagt, ich arbeite oft in Bezug auf einen Ausstellungsort, zu dem ich mir etwas einfallen lassen muss. Ich habe in New York mehrere Arbeiten gemacht, die auf den spezifischen Kontext Amerikas hinzielen. Die letzte war vor 2 Jahren mit einer Arbeit, die auf die Beziehung zwischen dem Metropolitan Museum in New York und einem der größten, wahrscheinlich dem allergrößten Geldgeber, zwei Brüdern, die Koch Brothers, Bezug nimmt, die Republikanische Partei und den rechten Flügel der Republikanischen Partei mit Millionen beliefern und sie im Moment etwas nervös sind, weil Donald Trump die Republikaner etwas behindert. Und sie versuchen, die Republikaner aufzufangen und stecken ihr Geld jetzt in die Senatswahlen und die Wahlen oder die Wiederwahlen von Abgeordneten. Vor dem Metropolitan Museum ist jetzt seit 2 Jahren sind zwei große Wasserbecken auf mit Springbrunnen und Grünanlagen und allem. Da steht ganz groß, quasi als Wahlplakat, David Koch Plaza. Das ist einer der Brüder. Daraus habe ich bedingte Arbeit gemacht. Die soll in wenigen Wochen in Lynchburg, Virginia ausgestellt werden, wo die in College ist, das von der Rechten der Republikaner heftig unterstützt wird. Also wenn ich dazu ergänzen darf, es war für Hans Hake in den frühen 70er Jahren von enormem Vorteil, dass er in Deutschland arbeiten konnte, nachdem die amerikanischen Museen ihn nicht mehr ausstellten. Ja. Und umgekehrt.